Achtelfinaltag Nummer 1 und Italien gegen Österreich ist eines der zwei Duelle. Haltet euch fest im Wembley Stadium, denn hier kommt wohl der mittlerweile nicht mehr Geheimfavorit, sondern sicherlich ein Titelkandidat. Italien durch die Gruppenphase nur so geglitten. Österreich konnte auch überzeugen, allerdings sicherlich hier in der Partie doch der klare Außenseiter. Nichtsdestotrotz, man konnte sich auf ein enges Spiel einstellen. Italien ohne Punktverlust, ohne Gegentor und mit breiter Brust traten sie hier auf. In den blauen Trikots im ersten Durchgang von links nach rechts. Di Lorenzo mit der Flanke und Immobile mit dem ersten Abschluss. 5 Minuten hier gespielt, sehr guter Anfang. Starke Flanke von der rechten Außenposition. Österreich wirklich extrem tief und trotzdem kommt Immobile hier zum Abschluss. Der Kopfball allerdings nicht wirklich gefährlich. Österreich wagte sich nach etwas mehr als einer gespielten Viertelstunde mal nach vorne. Xaver Schlager mit dem Pass zu Marcel Sabitzer und der hat eine Idee zu Alessandro Schöpf. Dieser Ball nicht schlecht. Jedoch dann die Fahne auch sehr schnell oben, Abseitsposition, alles richtig entschieden. Es war relativ schwer gegen diese stabile Defensive der Italiener was anzurichten. Und wieder Italien mit Berardi gegen Alaba, hält etwas zu viel Abstand. Berardi mit Barella im Zusammenspiel, Flanke Barella und der Ball ist im Tor. Im zweiten Anlauf funktioniert es dann. Ciro, Immobile, Flanke von rechts, Kopfball vom italienischen Mittelstürmer. Der Ball im Kasten. Da macht Bachmann nicht die glücklichste Figur, versucht da irgendwie noch hinterher zu hechten, ist aber nichts mehr zu machen. Das muss auf der Außenbahn anders verteidigt werden. Diese Flanke, die ist gefährlich, darf nicht geschlagen werden. Und vom Pfosten prallt der Ball dann ganz knapp hinter die Linie und bringt Italien mit 1:0 in Front. Es wurde langsam ein bisschen hitziger. Die gelben Karten saßen ein bisschen locker. Hierfür gab es beispielsweise eine für Schlager. Hätte man nicht geben müssen. Aber der Freistoß, der war dann nochmal interessant. Immobile mit dem Versuch des Traumtores, Seitfallzieher gegen Hinteregger, der Ball aber doch deutlich vorbei. Stand also nach 45 Minuten 1:0 für den Favoriten, das war auch so in Ordnung. Österreich war nicht schlecht, aber tat sich extrem schwer dabei, Chancen herauszuspielen gegen Italien, aber eben auch wirklich eine extrem harte Angelegenheit. Zweiter Durchgang. Immobile machte da vorne mächtig Betrieb und die Spieler hinter ihm machten gut mit und fanden ihn auch immer wieder im Strafraum. Es war tatsächlich teilweise so einfach. Immobile wurde ständig gefunden, der zog wie ein Magnet diese Bälle an, kam immer wieder mit dem Kopf an den Ball. Stand aber nur 1:0 und nichtsdestotrotz jetzt schon eigentlich der Mann des Spiels. Knapp 20 Minuten noch zu spielen. Was war los mit Österreich? Schöpf hier von Bonucci gelegt. Auch da eine relativ harte gelbe Karte. Gab dann Freistoß für Österreich. Schauen wir nochmal drauf. Trifft ihm da mit der Hand im Gesicht und da kann man dann wahrscheinlich die gelbe Karte schon etwas eher vertreten. Der anschließende Freistoß. Alaba und Sabitzer. Alaba macht es abgefälscht, aber es wird nicht groß gefährlich für Donnarumma. Der Ball wäre wahrscheinlich sogar vorbeigegangen. Unter dem Strich eine relativ leichte Aufgabe an diesem Abend für Donnarumma. In den entscheidenden Momenten war er zur Stelle, richtig geprüft wurde er eigentlich nicht. Und die Zeit, sie lief davon. Jetzt die Italiener mit noch mehr Kontrolle. Österreich kam kaum noch hinten raus. Das 2:0 lag nochmal in der Luft. Spinazzola, Immobile.
Doch auch hier ertönte der Pfiff extrem früh. Ein Fuß im Abseits von Immobile und den nickt er dann trotzdem noch sicher ein. Es blieb beim 1:0. Achtelfinale geht hier an Italien. Österreich schlägt sich tapfer, war aber qualitativ unterlegen und verabschiedet sich trotzdem erhobenen Hauptes aus dem Turnier.